da, mach ich jetzt die beiden auch, komm, die war hier, komm, wir haben so einen Moment noch. Hier, so, mich bitte nicht fotografieren, wenn er noch mal hat. Wir haben ja schon viel. Vergiss es. Kannst hier irgendwie. Ja, würde ich sagen, soll ich jetzt mal an. Also wie schon gesagt, mein Name ist Simon Neumann von Alinea.de und ich habe die ehrenvolle Aufgabe heute von Jens Schönfeld in der Computers neue Turbokarten zu produzieren, beziehungsweise neue Hardware. Fangen wir mit dem kleinsten Baby an. Eine 1220. Was jetzt schon wieder? 10 Euro. Turbokarte. Wie der Name schon sagt, für einen Amiga 1200. Und dieses schöne Gerät hat 1.020er mit 16 MHz, wie man schon lesen kann, und 128 MB RAM. Und ganz verschiedene. Ja? Und vor allem Highspeed RAM, ne? Ja. Sieht ziemlich schön aus. Ja! Ja, das Coole ist, der hat sich doch ein bisschen bestimmt diesen kleinen Stecker da geworden. Und zwar ist das ein Steckerleiste für ein weiteres neues Produkt vom Jens. Und zwar dieses geniale. Da müssen wir erstmal drauf gucken. Batteriegepufferte Echtzeitmaschine. Das ist ein Klopfkorn hier schon. Ja! Ich sag Batterie gepufferte Echtzeituhr. Gutes altes Deutsch. Ne? Funktioniert also auch ohne die Turbokarte direkt an. Genau, man kann es auch direkt einfach auf Amiga Klopfkorn stecken und dann funktioniert das auch. Wie gesagt, man macht unten noch eine Batterie, sonst funktioniert es nicht. Ich hab gar nicht gewusst, dass man dafür den Uhrenport auch verwenden kann. Ja, geil! Wer hätte das gedacht? Genau, und wie gesagt, das steckt man da hier so drauf, ne? So. Damit es richtig passiert, natürlich gibt es noch eine Anleitung dazu, also schön die Anleitung beachten, damit man da auch nichts falsch läuft. So, das war wie gesagt dieses Modell, kostet 89,90 Euro, kann auch direkt heute gekauft werden. So, das zweite Modell ist. Sieht genauso aus! Nur das. Nee, das aber man sieht eine streng gemütete Version, ja. Also, es gibt nicht so viele 68 und 20 mit 20 MHz, also. Wer also auf sowas steht, sage ich mal selten und sowas. Exklusiv, ne? Ja, also, nur 20er mit 20 MHz, nimmt diese Variante. Ich meine, ich denke mal, dazu brauche ich nicht mehr zu sagen, weil die nämlich ähnlich ist wie die andere. So. Jetzt kommt natürlich das Top-Modell. 68030er mit MMU, also keine EC-Version, mit 33 MHz und natürlich auch 128 MHz RAM. Wie man sieht, die sieht ein bisschen anders aus. Wer merkt, was anders ist? Sei mal hier. Andere Sockel sind gelötet. Ja, ich mache jetzt mal, ich halte jetzt mal beide Karten. Gibt es dafür was zu gewinnen schon? Ja, die Karte gab es zu gewinnen dafür, oder? Genau, die Turbokarte gibt es zu gewinnen. Achso, ja. Für Simon. Okay, also es ist exakt dieselbe Karte, bei allem ist es nur anders bestückt. Ist das nicht schön? Tja, das hat der Stau jetzt ganz gut gemacht. Das heißt, das andere kann man nicht für die FPU benutzen, wenn ich mal rate. Ich hoffe, der Jens sieht sich das irgendwann an, das Video, und hat jetzt mal gut gelacht. Nee, ich denke, das kann man nicht machen. Ja, schön schwarz, rot. Die Farben der Macht. Was soll man dazu noch sagen? Ja, Jens, gut gemacht. Irgendwelche Fragen zu dieser Hardware? Ja, wie schnell ist diese 030er Karte im Vergleich zu der legendären Blizzard 1234? Das ist eine gute Frage, das werden wir gleich testen. Okay. Also das wird jetzt nicht hier gemacht, ich habe ja jemanden schon gefragt, der mir das freundlicherweise testet. Stimmt's? Das heißt, wir werden gleich da drüben hingehen, uns einen 1200er schnappen und dann diese ganzen Karten testen mit Syspeed am besten, beziehungsweise was uns noch so als Benchmark-Tool zur Verfügung steht, und dann werden wir mal schauen, was diese kleinen Kerlchen so leisten. Die können wir 56 Wege jetzt auch mal jetzt. Die ist auch weiß.
Ja, die ist auch weiß. Ah ja, die hast du noch da. Die können wir auch mal so. Die können wir auch nicht verkaufen, wenn die mal haben. Also, er macht doch Eigenwerbung für seine Joker-Karten, die hier auch hatten. Genau, können wir auch gerne verkaufen. Wie gesagt, hier sind ja nochmal die Preise aufgelistet. Also, dieses Uhrenmodell kostet 19,90 €. Die High-End-Joker-Karte, sag ich jetzt mal, in dieser Reihe 149,90 €. Und wie gesagt, kann alles bei uns gleich gerne gekauft werden. Also, wer jetzt sofort seine Amiga beschleunigen möchte, der kann. Ja, sind wir mal gespannt. Nein! Ich auch nicht! Das ist ein altes T-Shirt hier! Jetzt dreht er durch. Ja, dann würde ich sagen, wieder nochmal die Dingskette wieder fest. Wir testen jetzt. Oder? Ja, es lebe der Test. Es gibt keine Grafik, es gibt keine Fragen mehr sonst. Zu diesen Karten eigentlich nicht, oder? Die kennen wir alle. Also, ich dachte, ich habe mich nur gefragt, warum mir die zweite so billig ist. Die zweite, die? Ja, weil warum die ist ja 25% mehr Leistung, aber nur 11% mehr Geld. Ja, tja, also die Preisgestaltung ist von Jens, also die Frage gebe ich jetzt einfach mal so weiter an ihn. Man sollte keine schlafenden Hunde wecken. Warum ist es so billig? Ja, siehst du, es ist so billig, ihr habt es gehört. Er hat sich verrechnet. oder die Händler ändern gleich noch den Preis. Nee, ja, genau. Das ist schwarz auf weiß. Da kommt dann noch mehr Steuer dazu. Mathe ist ein Arschloch. Nee, das ist nee, mit inklusive Mehrwertsteuer. 12,20. Klar, 90%. Ja? Jo. Gut. Hat noch jemand Fragen dazu oder hat noch jemand andere Fragen an die Jungs von Alinea? Vielleicht zu irgendwelchen anderen Produkten oder so? Vielleicht, ja. Die noch nicht am Stand geklärt werden konnten? Sieht gut aus. Ich glaube, wenn ich meine meistgestellte Frage stelle, kriege ich Hauer. Bis wann kommt der X1000? Wann stell sie jetzt. So, ja, wissen wir noch. X1000 haben wir ja da. Also, wer X1000 sehen will, der ist auch drüben. Genau, das hat einfach mal. Ist ja auch der eine dabei. Also ja. Na, ansprechen. Da sitzt er. Ja, da sitzt er. Wo ist der Schuldige? Da in der Mitte. Da dahinter versteckt er sich. Ja, also was wir nur noch präsentieren können, ist ein 460er haben wir. Ne, zwei 460er haben wir. Da. 460er, XZ 460er, ja. Und noch ein 470er. C5 haben wir auch noch. Genau, also eine bisschen neue Version, die wir damals gezeigt haben. Aber sagen wir mal, da sich da jetzt nicht so viel verändert hat, hatte ich mir gedacht, dass es also keinen Sinn macht, das nochmal zu präsentieren. Es sind ein paar Feinschliffe mittlerweile drin. Das schon, wir sind noch mittlerweile in der Final Phase. Man soll es zwar nicht sagen, aber. Ja, also ich denke mal, es wird dieses Jahr veröffentlicht. Also auch nicht, habe ich nichts falsch gesagt. Ja, ja, hättest du jetzt einfach gesagt, Weihnachten hätten wir uns das Jahr vorgesagt. Ja, stimmt, das kann man dann. So, da würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Testphase. Alles klar. Also, danke. Ja, gut. Als wir das ausgemacht haben heute Morgen. Sollen wir es nicht mal ausprobieren? Zweimal stellen bei uns. Du kannst, ja, warte mal, muss ich mit dem aber den Kern ausmachen, dass ist ja für ihn einmal produzieren lassen. Ja, können wir gerne machen, dann lassen wir es hier. Ist schon ein intelligentes. Ihr könnt gerne Fotos machen. Also, FPU ist wirklich nicht, ne? Nee, FPU ist ja immer bei den 830ern immer eine eigene Prozessor-Idee. Ja, ich weiß. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne hier fotografieren. Der erste Meeresockel wäre dafür da, aber scheinbar ja nicht. Wir können gerne hier auch mal dieses Ding draufstecken. Guck so. Ich stehe nicht so ganz warum man den nicht gleich anfasst. Verbundungsschutz ausgeschlossen. Okay. Manche haben. Sieht das nicht schön aus? Das ist tatsächlich eine Uhr. Das ist eine Uhr, ja. Du kannst auch einzeln benutzen, diese Uhr. Kann man an diesen Clockport auch ein Subway anschließen? Nein. Das war schlau eigentlich. Kann man nicht. Das ist nur rein für Uhren. Ja, daran kann man keine Subway oder sonstige Uhrensteckkarten anstecken, sondern nur dieses Ding. Guck, da steht auch extra noch auf der Platine. Was ist denn das für ein Aufbau? Ja, nur eigentlich auch nicht an dieser, genau, von Jens diese 68.000. Nee, da steht in der anderen in der vorigen Folge. Das ist das Abgabe, das heißt, weil ich glaube, oh, ich glaube, da wäre ich mal 12,34 dafür nicht aufgegeben. Nee, das ist auch gut. Also, das ist schon gut, wenn du eine FPU hast. Ja, ja, bei bestimmten Sachen ist es schon gut. Ist nicht so relevant. Ja, nicht bei den Anwendungen wahrscheinlich, die du benutzt.
Moment nicht, nö. Aber von den Dingern hast du den Fotos gemacht, oder? Ja, ja. Sehr gut. So, Amina, ich würde schon meinen, welchen noch bei euch am Stand hat. In Ruhe. Ne? Ja. So, Speed wollen wir haben, ne? Ja. Speed. Kann man den nicht auch irgendwie speichern? Nee, ging nicht. Nee. Mal sehen, was bekommt. Also 1,97 zum 250. Ja, was? Der Screenshot. Und da ist jetzt was drin? Nix. Über 8 MB RAM. Ja. Okay, dann kriegen wir gleich mal hier 120 Megabyte mehr. Wenn es so läuft. Vielleicht müssen wir noch ein paar Timing-Fixes haben. Achso, wir brauchen noch, stimmt, scheiße, wir brauchen noch das ACR-Tuning-Tool. Acker, Tunes. Ja, das läuft doch so. Läuft auch so, aber dann kriegen wir nicht die volle Leistung raus. Müsste der Ende machen. Cache und so ist alles schon. Okay, mach mal aus. Wegen dem, dieses Tuning-Tool vom Dings. Also eigentlich brauchen wir das. Der hat ja auch in deinen Anleitungen steht das auch. Du meinst, wir können es auch so voll leisten packen. Das brauchen wir eh nicht. Doch, eigentlich ist es jetzt besser. Machen wir das Screen Mode. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben jetzt nur Resistance von einem voll halbes. Obwohl, der fehlt 60 Megagramm, ne? Aber sie ist weiß. Ja, das ist kostet extra. Die passt eigentlich besser zu. Ich hab gedacht, das ist gar. Nur 8 Megagramm ist normal. Ist das 0,20? Ne, das ist ein FPU nur. Achso, ich dachte schon, was ist das? So. So, jetzt kommst du. Ich hoffe, ihr habt alle mal an die Heizung gefasst und seid geerdet, dass da irgendwas passiert. Ich hab vorhin an die Heizung gefasst. Geht besser rein als die Vorgängerversion. Das kann man ja gleich dokumentieren. Geht besser rein als vorher. Genau. Ein Knack und schön ist es. Feature-Liste. Man braucht keine Schraubzwinge. Aber man geht nicht schwer rein. Ich hab's aber hier nicht. Juhu, der Amiga startet. Nicht. Er startet nicht. Das wäre ja nicht. Also der Geschwindigkeitszuwachs ist schon in Ordnung. Hast du eingeschaltet auch? Wir müssen erst ein paar Fixes installieren. Jo. Wir müssen aber auf Skalas drauf. Ich kann nicht installieren. Ja, ein bisschen kleiner machen. Das geht nicht. Ja. Ich sehe den Rahmen nicht. Nee, wo muss man das ein bisschen kleiner machen? Kannst du den Unterschied machen. Mach du mal. Habt ihr nie Wirkung als Hintergrund gemacht? Also RAM wird schon mal erkannt. So. Oh, cool. Wo hast du jetzt der Dings drauf? Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen funktional. Und das war aber schon ein guter Eindruck von Geschwindigkeit. War ich? War cool. Ja. Selbst der Kommentar sich verändert. Wie viel hatten wir vorher? 1,97. Wie viel hatten wir jetzt? 2,72. Welche ist denn das jetzt? Wer erinnert? Die kleinste. Die kleinste. 16. Also für 1200er letztendlich eine gute RAM-Karte. Ja, wie gesagt, ich würde schon sagen, dass wir nochmal kurz dieses ACR-Tuning-Tool sicherheitshalber drauf machen, weil so nicht, weil ich glaube schon, dass wir da jetzt ein bisschen was... Die Kommode hat 18 MHz, oder? Mhm. Ja gut, Sysinfo ist ja nicht das genaueste. Sysinfo ist ja nicht das genaueste, das ist ja kein Geheimnis. Das ist quasi die 16. Also ich würde es nur mal gerne wenigstens dieses Tool da drauf haben. Wollen wir das mal kurz auf eine Diskette machen? Hat das jemand? Ja, das. Oder? Das kann man einfach runterladen. Also ich habe kein Internet. Machst du auch eine SD-Karte? Problem, ich habe kein Laufwerk. Also ich habe zwar ein Internet mit... Aber ich habe ein Laufwerk, aber ihr dürft Internet nicht haben. Ja, wer hat denn von hier, wer hat denn mit dem 4000 und mit dem Laufwerk Internet? David. Ja? Okay, dann gucken wir, gehen wir gleich mal holen. Jens? Wir wollen uns bei einer halben Stunde nebenan treffen. Wo ich das gerade mache. Und? So, wie kriegen wir das? Deswegen haben wir es dann auch eine halbe Stunde verschoben. Mach mal Drives, mal gucken, ob sich die Laufwerkszwischenkette auch da einfach so hat. Du kannst immer, ne? Da habe ich ja nicht viel. Mach mal die 0 und das war's vor. Das kann sich nicht raus.
1,6, ne? Bei den Kommissionen. Also der 50 mehr. Könnte so viel? Da reden wir von. Bei der IDE bei 4000 ist der CPU angefangen. Und den wäre natürlich nicht. Achso, ich habe die nicht. Das ist die Wertzieht. Ich habe die, glaube ich, noch gar nicht angeschlossen. So, nächste Karte. Ne, warte mal, jetzt wollen wir noch mal ihr Zeug. Ah, Nation soll er noch sein. Und dann. Lass nochmal Licht. Nochmal Licht bitte an. Ja, das ist so das Handy. Danke. Das muss man noch anmachen, ne? Könnte ich was haben. Ja, das bringt was. Mensch, muss man sogar noch einschalten. Nichts geht von alleine. Da wäre noch was für Arkan Tudor, da müssen wir noch mit integrieren. Ich kann auch noch ein Flash mit einbauen. Können wir mit unsere Schrotttreppe hier beleuchten? Ja, wir müssen erst noch, das musst du noch ein C irgendwie. Das war das ist das Neueste. Was denn? Hat sie auch hier. Ach, komm. Das hat so noch nichts gebracht. Du musst da noch. Da steht in der README, was wir da noch eingeben. Da, auf der Art von README-Text. Soll ich das aufmachen? Das ist so. Ich kriege die Dinge auch nicht aus. Oh. Soll ich es dran rufen? Command-Line-Tool, da ACR-Tuning-Tool. Ja, da tut es ja schon. Wir sind schon bei der dritten Tuning-Karte. So, meine echt, wieso? Hat ihr das drauf, oder? Nein, das hat der Anleger. Ich habe schon fertig gemacht. Ah, okay. Ich habe mir lieber mal was eingeben sollen. Ja, da steht dann eine Readme, hast du gelesen? Kannst du helfen. Lies mal noch vor. Alles. Genau. Ja, da wird die Übertaktungsanleitung gleich mit hinten drauf gedruckt, oder? So, ja, genau. Hab ich auch gesehen. Overclocking Voids Volumity. Da oben steht erst noch, wie man machen muss. Ich glaube, das geht noch nicht. Mach mal den Dings an. Er schreibt ja auch, dass es ein. Irgendwas musst du da eingehen. Du hast nicht so oft, du bist ja vom Platz hier, wenn das kommt. Ich dachte, Diskette. Ich habe eine Turbo-Karte. Aber nicht für Diskette, oder? Weg. Da, Status, Direktory, weiter, runter. Aber ich will mir eine Status als Turbo komplett. Sollen wir das mal aus der Shell rausmachen? Doch, mal jetzt nicht raus, ne? Aus der Shell. Das ist einfach nur Status. Warte mal runter, da guck mal, da geht's doch schon los. Ich benutze ich das. Das ist doch mal Hand aufs Herz, ne? Da, da. Und der ist ein Argument. Nee, ach doch, die kostet ja auch die 20 Mega. Ja, und wir sind so manchmal das dann geschenkt. Die CPU. Das ist ja gar nicht 50. Nein, nicht doch. Von die Kostüren, die kostet 49. Ach so, die 30er. Ja. Ja, ja und die zu. Also nur dachte ich, die 10 sind zu scheiße. Ist da keine GOI dabei? Nein. Hat er nicht im Forum mal geschrieben, dass du sein. Ich glaube auch nicht, dass er das kostet. Entwicklungsaufwand sozusagen da drin ist. In dem Aufpreis. Chipcash. Das ist schon mal gut. Das reicht. ACR-Tune, Chip-Cache. Genau. Das soll man anmachen, okay?
Minus. Kann man den Status nicht abfragen? Der ja. Status. Sollen wir erstmal Status machen? So. Okay. Mapron Disable PCM. PCM CRA kann man beschleunigen. Instruction Cache ist on. Raschen an. Dann war es das. Aber der Rest der Databurst, Data und so ist aus. Ja, aber kann man nicht funktionieren? Gut damit. Dann machen wir nochmal einfach nochmal dasselbe, dann mit Chip Cache on und dann mal gucken, was drin ist. Chip Cache on. Also Chipcatch kennt er schon. Also das Tool ist schon mal überarbeitungswürdig. Ich finde sowieso, Tools müssen immer eine Oberfläche haben. Wir gucken nochmal ins Regal. Die kommt dann so 2013 mit rein. Wenn jetzt dann. Das kann man so schnell machen. Mapron ist eh aus. Vor 2 Stunden, 3 Stunden. Ja, aber die sind hier. Ich glaube, der ist on. Ich kann ihn nur ausschalten. Ja, muss aber trotzdem. Hast du mal minus Status gemacht? Ja. Ja, weil er aus. Achso, für Zunge, oder? Nee, das muss ausgehen. Wir können ja mal gucken. Ja, was stand da? Machst du das nochmal? Mach mal kurz den Status nochmal. Mach nochmal den das Tune, den Gerät Rhythmi auf. Da stand noch was drunter. Ja, das war wie Zorro. So, also kann man die 30, vielleicht kann ich 30 This geben. Option is only available für AZA 1230 und ACA 630. Ja. Nicht 1220, oder habt ihr jetzt 1220 sozusagen. Gut, also AIBB. Ich habe mal das Minimic AIBB drauf gemacht. Okay, dann haben wir eigentlich da den Speed schon getestet, oder? Ja, okay, ja, können wir Data Burst mal dann irgendwas machen. Echt nichts. Jetzt können wir mal den Unterschied wissen, wie viel machen diese 4 MHz, wie viel sind 4 MHz? 4 MHz. Zumindest laut auf. Einen Moment noch, wir machen noch etwas zum Abspeichern. Benchmark-Test, den haben wir aber noch. Wie lange sind wir jetzt noch? Das dauert aber. Das dauert aber. Diskette. Was ist das jetzt? Bist du komplett zum Modul erstellt hast? Achso, das meinst du. Achso, einen Speichertest könnte man noch machen. Lamp-Test? Wie lange dauert das? Stunde? Ja, 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 gut. Sie ist schon gut. Ja, gut. Ja, gut. 30 Euro? Guck mal, 16 Meter. 6 Meter sind groß. 16 Meter hat er auch erkannt. Kein 60er, 70er oder 80er ist immer früher. Was ist morgen früher? Früher. Schön. Ja, gut, das ist ja klar. Das ist klar. Obwohl, wenn du dann guckst, gegenüber einem Standard 1200, ja, hast du trotzdem das Doppelte. Ja. Obwohl der nur 2 Mega schneller ist. Aber da ist fast auch noch dabei, ne? Das ist ja auch schon schneller als das Standard 1200. Ja, aber 2200 schon. Also ein Doppelte. Das ist schon okay. Von Minimic, ne? Einmal das AIBG, wie du schon mal vergleichst. Sollen wir das mal abspeichern? Da steht auch der Cache ist on, ne? Also, ja, alles abspeichern, alles veröffentlichen. Das ist selten. Das veröffentlicht geht. Man muss hier die Leute aufklären, was sie sagen können, oder? Ja, sicher. Da muss es dann auch. Dort mit Loop, irgendwie Fails, geht es da? Dort mit Loop, das ist das ist jetzt Konfiguration machen. Nee, nee, warte. Ja,
Wo wollen Sie machen? Also zuladen? Ich mach das. Ich kopiere. Nicht die Diskette auf die Festplatte. Ich nehme es trotzdem auf die Festplatte. Was machst du jetzt? Du musst. Ist ja auch geil. Oh. Das sind die Knöpfe, die vor mehr Platz als da ist jetzt die Auflösung drin. Ja, das hier alles. Ne? Sascha, mach mal einen neuen Quarz hier drauf. Brauchst du gar nicht, das steht direkt, wie du übertakten kannst auf der Rückseite. Dann machen wir doch mal einfach an den Start. Was haben wir jetzt? Und wie heißt es denn? Wasserbar gegangen, gut. Das ist nicht der. Das ist okay. Hängt mit dem Kopf an. Simon, die erste hast du verkauft. Yeah. Geile Nation. Die geht nicht. Die geht nicht. Die will ich und die geht nicht. Also irgendwie ging es besser. Danke. Was also genau ich glaube, ich gebe zu. Eben ging es besser. Die Schnellkartoffel kann ich testen, jemand mehr als du. Das genau. Aber das hat die Ecke sicher auch gefällt, wenn das, ne? Wollen wir anders? Ja. Licht aus? War zu teuer. So, jetzt Speedtest mit der anderen Karte. Ich dachte, wir können 600 Sender zum Testen, oder? Ja, das sind immer noch die 620er Tester. Und wir haben keinen 600er da, gell? Gar keinen. Das können wir doch, ich habe einen da. Ja, ja, aber ohne Kickstart rum. Ja, ich bräuchte einen Kickstart rum. Das kriegen wir aber hin. Wir brennen noch mal zu schnell. Wenn du 3-1er brennen kannst, reicht das. So, wenn du nicht willst, dann ist schon was dabei. Erst nochmal Sys-Impfen. Nee, lass mal die Scheiße drauf. Was ja, es ist so. Die Mutter hat ein Fuddelprogramm. Das ist schon besser. Mhm. 22, ja. Ungefähr doppelt so schnell wie immer. Kannst du auf XP? Kannst du auf XP? Wie viele MIPS hattet ihr erst? Ich habe jetzt nicht gemerkt. Wie viele MIPS? Also ich habe jetzt das 3,46 und die hat jetzt 4,17. Oh, okay. Und wie viele Drystones hatte die? 3321. Oh ja, das ist ja auch nochmal eine Steigerung. So, und im Vergleich zum A600 hatte die alte, also die andere 6,27 und die hat 7,5. Guck mal, die ist ja fast so schnell wie der 030 und 25 MHz. Hm. Das ist schon nicht schlecht. Was heißt denn? 0,1 besser. Was? Ich meine, auch ein vollwertiger 020er, ne? Immerhin. Ja. Gut, für 020er sind da keine schlechten Werte. Oh, das ist besser, ein bisschen schneller. Da ist ein anderes Fallsystem nochmal drauf, da ist FFS drauf. Das andere ist SFS, warte da drauf, ist glaube ich. Also was noch was bringen würde, wenn du mal guckst, es gibt ja auch ein Memfest bei denen. Ja, keine Geschwindigkeitstest. Nur Info. Dann machen wir das andere Programm. Ja, ich hab keinen Habt ihr denn AIDD gehört? Ihr versteht es. Achso, das geht ja bei 20er auch nicht groß. Nee, das geht nicht. Achso, das ist bei 30er. Machen wir bei 30er noch mal rein. Test. Welches 29 MHz?
nur ungefähr. Oh ja. Oh, das 030er, 25 MHz im Niveau. Das ist schon schlecht. Wow, wer hat das jetzt? Oh, ja, alles Vergleich zu eben. Warte mal, nichts machen. Sehr komisch, warum ist denn die so viel schneller bei dem RAM-Kram, wie die 16 Megahertz? Weil du bei den Karten, habe ich gerade gesehen, den RAM-Takt separat einstellen kannst. Hast du einen Tipp? Ja. Den kannst du hin. Du hast hier eine Reihe von Widerständen. Und hinten kannst du Memclock. Du kannst den Takt für den Speicher. Ja, hat ihn wahrscheinlich auch erhört. Du kannst nämlich hier haben den Takt für den 020er, 030er und hier kannst du für den Speicher noch selber festlegen. Da sind wahrscheinlich bei anderen kleiner. Das könnte man ja gleich mal auf der Rückseite nachblättern. Wie er die Jump und wie er den Widerstand hier gesetzt hat. Also kannst du ein bisschen einfach umsuchen. Wahrscheinlich ja nicht. Nee. Was ist das jetzt? Das ist der Flops-Test. Flops-Test? Ja gut, das ist ja klar, weil es ist ja FPU. Flops sind ja FPU. Was lohnt sich noch? Was ist denn das, diese ganzen Tests? Beachbar, Ball. Achso, da war der jetzt runter. Ja, was läuft? Der hat die CPU-Frequenz abhängig von der Dingsfrequenz, von der Speicherfrequenz. Das kannst du hier sehen. 020er, ne? Die erste Feuerkarte, haben wir gesagt, 14 MHz, oder? Ne, 16. 16. Da läuft ja mit 50 MHz da. Und beim Clock, beim 20 MHz, wir sind ja schon auf 60. Guck mal, wer jetzt kaputt machen, ne? Ja, gleich aufzeichnen, genau. Kamera aus, bitte. Alle Karten verkauft. Bei den 30 müssen wir mal in dieses ACA-Ding reingehen. Aber bitte einmal eben Blanko. Großer, euer nicht mit Privathaft jetzt. Gebe ich keine Auskunft zu. Ist doch alles neu. Das ist die ich behalten darf, ne? Okay. Da war der Testmuster für dich. Die Rechnung schickst du aber dann hin. Danke jetzt. Oder alle drei, ne? Wie war das noch? Der das hier. Wo sind der Flickerfixer hingekommen? Der liegt da hinter dir auf dem Stuhl. Okay. Ich glaube, das wird besser. Wollen wir mal gucken? Gar nichts drin. Hast du bei dem anderen, was da, war da was drin? Haben wir nicht geguckt. Da ist halt. Das ist immer Art der Artune. Mach immer lackig. Ohne Tuning. Und danach machen wir mit. Dann sehen wir mal, was da noch drin. Wie viel RAM hat die denn? Die hat auch 128. Wir haben alle nach. Das ist eine und dieselbe Karte. Oh. Mhm. Doppelt so schnell. Ja. Das hier wäre 25. Ne? Na, jetzt zockt den schon ganz schön ab. Mhm. Ja, du kommst auf jeden Fall anderthalb Wochen vor 3000. Ja. Das ist jetzt. Er sagt hier 34 Minuten. Mhm. Sollen wir nochmal Speed kurz oder 3? Da wird sich da nichts ändern. Obwohl 030er kann. Der weiß alles klar. Und weiß auch, was er schon ist. Ja, das ist deutlich. Zumindest hat er alles da, was er braucht. Das habe ich nicht draufgezogen. Doch, da geht's doch. In meinem Testverzeichnis ist da. Ja. Also jetzt musst du dann wieder ins Chip. Was war's? Chip Change On.
Cash. Na, guck mal Status an, mal. Vielleicht ist er schon an. Na, guck mal, 12.32. Das ist 12.32. Der ist nicht an. Noch mal ein BWR. Jetzt machen wir wieder Kreuzdom. Hast du da am Anfang gemacht, dann ist auch Kreuzdom? Ja, vorhin. Dann hat man noch den Flop-Test. Nein. Lem-Test hat man auch noch. Ich glaube, es muss auf jeden Fall auch abstimmen. Oh ne. Deutlich. Fast 15 Megabyte in Sekunde. Hier konnte man es abspeichern, ne? Aber dann kommt es zu einem. Naja, das ist bloß Doppeltestparameter, ne? Da kannst du auch nicht abspeichern. Oder wegen dem Modul, da kannst du halt dann komplett mit abspeichern. Achso, ja, du musst das ganze Modul erstellen, oder so. Da Old-Test, ne, ja, Modul, aber das dauert ewig, deswegen. Da sitzt du eine halbe Stunde bei vor. Okay. War nicht so schlau gemacht. Das müssen wir einzeln abspeichern. Hast du noch was drauf? Achso, das ist mir nämlich was. Das war dann eigentlich ein Vergleich. Habt ihr noch eine? Nee. Ja, dann nehmen wir mal. Ja. Ja. Ja, schön. Nehmen wir mal die 50 Megahertz. Nachher nochmal ein 600er. 56. Spot on? Nee, 620 werde ich mal. So, Licht an, sonst hast du ein Versicherungsproblem. Oh ja, wie gibt es denn Scheiße da rein? Das kann ich dir jetzt mal sagen. Das ist immer so bei den 30ern und. Ja, das ist auf jeden Fall die 30er. Die behalte ich mal eben. Ja, nehmen wir die mit zur Seite legen. Das ist eine 12.30-6. Hat aber bloß 64 MB. Gut, wie sieht's auch aus? Also preis-leistungsmäßig hat er dies wirklich recht, das ist eigentlich die beste Karte. Und die rote, ne? Die 20er mit 20 MHz. Preis-leistungsmäßig. Kann man nicht ganz widersprechen. Wenn jetzt wirklich nur auf sowas gucken würde. Guck mal, eigentlich ja kaum drauf guckt als an die Gegner. Man guckt eigentlich nur noch auf die Leistung. Scheiß auf den Preis. Genau, scheiß auf den Preis. Ist doch nur Geld, Mensch. Ist ja keiner Anliegerin. Tja, hat mal jemand noch diesen 1200er Fix parat? Warum macht er nichts? Nee. Hast du ihn angeschaltet? Ja. Irgendwie schon, ja. Aber das ist der kennen wir den Verkaufs. Ja, also die läuft ja nicht, ist scheinbar defekt. Ich sag 20 Euro. Da haben wir dann ja schon mal eine Verbesserung zu den neuen Karten. Das stimmt. Die laufen noch. Ist das eine 1231? Nein. Die 1231 läuft nämlich in dem hier nicht. Diese scheinbar auch nicht. Ja. Das ist nicht mehr. Das ist von Bord. 1D4 müsste sein, das S kommen. Ne? Ja, das machen wir auch. Was ist ein anderer Vortex? Also richtig drin ist man.
Das geht nicht, oder was? Nee, das funktioniert aber nicht. Muss man vielleicht hier den Jumper aufmachen? Für das, der kriegt 3-0 Jumper nämlich gesetzt. Also der Prozessor noch gar nicht, obwohl das für die kurze Zeit auch da nicht warm wäre. Wollen wir den mal rausnehmen, den Jumper? Oder? Ich würde den auch drin lassen. Was ist denn da drin? Kick 3-1, oder? Ja. Was lügt denn der überhaupt? Hin und her. Ganz langsam. Nee, so ein guter alter Hardcore. Oh, jetzt. Da haben wir noch eine Action hier. Mhm. Ich hätte gern die rote. Und? Wir haben sie alle getestet. Und? Schneller als die Blizzard? Also, muss man das annehmen. Blizzard haben wir jetzt. Was war die Blizzard? War die mit dabei? Weil mein läuft die nicht. Also bei mir laufen alle die weiß sind. Das ist also die Standard-30, die läuft bei mir auch nicht. Nee, das weiß ich auch nicht. Die läuft. Aber du bist da Blizzard 12-3 dabei, hat die einer getestet hier? Hatte die eine Blizzard 12-3? Wir können ja gleich nochmal. Wir können ja gleich mal die Sys-Info-Werte von der 12-3. Achso, ich habe eine Mitte. Ja, aber ich habe mal 12-3. War es das jetzt hier mit dem? Ja, du hast gerade von jedem Dienst eine Nummer. Eine noch nicht, mache ich gleich mit dem.